Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist Freitag, der 4. November 2016 und wir beschäftigen uns mit Baumwelten, mit der stillen Kraft und Schönheit uralter Bäume und Wälder. Anlass dafür ist dieses gewichtige und schöne Buch des Vorarlberger Naturfotografen Konrad Amber, Baumwelten und ihre Geschichten. Dieses Buch ist ein Fotobuch, ein Bilderbuch mit ganz wenig Text, dafür mit 646 faszinierenden Fotografien von uralten Bäumen und Wäldern und rund 100 werden Sie heute Abend sehen. Es tut gut, diese Bilder anzuschauen. Warum? Vier knappe Antworten, vier kurze Hinweise. Erstens etwas Grundsätzliches, etwas Existenzielles, das so fundamental ist, dass aber den wenigsten von uns überhaupt in der ganzen Tragweite bewusst ist: Bäume erhalten uns am Leben. Ohne Bäume, ohne Wälder könnten wir gar nicht überleben, denn mit jedem Atemzug atmen wir den Sauerstoff ein, den Bäume und Wälder produzieren. Mit jedem Atemzug sind wir also mit den Bäumen, mit den Wäldern aufs Engste verbunden. Ohne sie wäre kein Leben für uns denkbar. Zweitens, der irische Philosoph John O'Donoghue schreibt in seinem Buch der keltischen Weisheit: Das menschliche Auge liebt es zu schauen. Nur zu gern weidet es sich an der wilden Schönheit von Landschaften, an der Erhabenheit von Bäumen, an der Zartheit eines menschlichen Gesichts oder an der weißen Sphäre des Mondes. In bestimmten Gestalten findet es innigen Trost und ein Gefühl von Heimat. Einen dritten Hinweis verdanken wir Erich Kästner. Er schreibt in einem Gedicht: Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden und tauscht bei ihnen ihre Seele um. Die Wälder schweigen, doch sie sind nicht stumm. Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden. Hans-Dieter Hüsch bekräftigt diese Erfahrung, wenn er sagt: Dem Baum, der schweigt, ist tiefer zu vertrauen als allen Redensarten. Die vierte Antwort, warum es gut tut, sich dem Schönen zuzuwenden, und Bäume und Wälder sind unglaublich schön. Die vierte Antwort kommt von Joachim Bauer. In seinem Buch »Warum ich fühle, was du fühlst« über das Geheimnis der Spiegelneurone erklärt er, dass alles, was wir sehen, in uns, in unserem Gehirn Spuren hinterlässt, neuronale Verschaltungen. Wenn wir Bilder der Zerstörung, Gewalt und Sadismus etwa im Fernsehen oder im Internet anschauen, dann lagern wir optischen Müll in uns ab. Joachim Bauer warnt deshalb davor, das Gehirn zu einem Müllschlucker verkommen zu lassen. Nicht nur als Forscher, als Neurobiologe, sondern vor allem als Arzt und Psychotherapeut fragt er: Sind wir gezwungen, alles auf uns einwirken zu lassen? Und seine Antwort ist eindeutig nein. Wir sollten vielmehr, dies jedenfalls wäre die Konsequenz aus neurobiologischer Sicht, sagt er, eine Wachsamkeit dafür entwickeln, welche Eindrücke wir an uns heranlassen, was uns persönlich gut tut und was nicht. Und wir sollten uns aktiver darum bemühen, mehr von dem zu sehen, mehr von dem zu erleben, mehr von dem zu tun, was wir persönlich für schön halten. Wir sollten nicht nur gegenüber Magen, Herz und Leber ein Diätbewusstsein entwickeln, sondern auch gegenüber unserem Gehirn. Mental etwas mehr à la carte essen und nicht jedes Fastfood hinunterwürgen, das uns vorgesetzt wird. Soweit Joachim Bauer. Einer, der sich aktiv darum bemüht,
mehr von dem zu sehen und mehr von dem zu erleben, was schön ist, der über die stille Schönheit der Bäume und Wälder in Ehrfurcht staunen kann und der die entdeckte Schönheit dann auch noch anderen zur Verfügung stellt, das ist Konrad Amber. Er sucht in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und in Südtirol alte Bäume und uralte Wälder und porträtiert sie. Weil solche Bäume und Wälder nicht gleich neben der Autobahn stehen, nimmt Konrad Amber erhebliche Strapazen auf sich und ist oft viele Stunden zu Fuß unterwegs. Manchmal irrt er auch stundenlang in der Wildnis herum mit Rucksack und Fotoausrüstung, bis er sein Ziel erreicht. Etwa 100 seiner schönsten Bilder können Sie jetzt sehen. Genießen Sie diese Stunde und lassen Sie die Seele baumeln, auch wenn Sie momentan nicht mit jemandem anderen auf der Wiese liegen. Lieber Konrad Amber, ich freue mich sehr, dass Sie uns jetzt mitnehmen und hinführen an verborgene Plätze mit alten Bäumen und Wäldern von stiller Schönheit und stiller Kraft. Herzlich willkommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Grüß Gott miteinander. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ich freue mich auch, dass ich selber hier sein kann. Danke, Franz Köpp, für die Einladung und für die Einleitung. Ich bin etliche Jahre durch Europa gereist, gewandert, auf der Suche nach alten Bäumen und nach naturnahen Wäldern. Und einer der Gründe, warum dieses Buch entstanden ist, ist eine Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die mir immer mehr bewusst worden ist, je länger ich mit Menschen gesprochen habe, je länger ich herumgereist bin. Und daraus haben sich zwei Themen ergeben. Einmal das Thema der Naturentfremdung. Wir alle, ich nehme mich dabei mit ein, wir alle haben uns auf der einen oder anderen Weise von der Natur entfremdet. Wir sind von der Natur weggegangen. Wir leben ein Leben mit Technik, mit Handy. Wir sind fast schon abhängig von der Technik und dabei haben wir die Natur auf die Seite geschoben. Und der zweite Begriff, der mir immer wieder in den Sinn gekommen ist, ist die Naturverdrängung. Wo hat Natur noch Platz? Wir bauen Städte, wir bauen unsere Lebensbereiche so um. Wir machen Glaspaläste und Straßen und verdrängen die Natur an den Rand. Die Natur hat keinen Platz mehr, sie wird nicht mehr wahrgenommen. Und die Naturverdrängung geht im Prinzip so weit, dass wir bestimmte Bereiche der Natur vor uns selber schützen müssen. Das ist also ein spannender Ansatz, dass da nichts passiert. Es geht um die Wälder, Bannwälder beispielsweise. Es geht aber auch um die Bäume, die Naturdenkmale. Wir machen Naturdenkmale, damit die vor uns Menschen geschützt sind und nicht irgendwie abhanden kommen. Trotzdem verschwinden die manchmal auf mysteriöse Weise über Nacht und zurück bleibt irgendein Baumstumpf. Alles, was Holz Nutzen bringt, wird gefällt. Alles, was keiner bringt, ebenso. Stört uns ein Ast, sägen wir ihn weg, stört uns der zweite auch. Wenn der Baum nicht weiß, wie er zu wachsen hat, wir können es ihm zeigen, wenn er im Weg ist, Radikalschnitt. Wir sagen, wie viel Natur wir zulassen, wie viel Baum wir zulassen. Wir haben Angst vor großen alten Bäumen, die könnten uns nicht mehr erschlagen. Wir haben auch Furcht vor dunklen großen Wäldern, da ist Gefahr.
oder von einem großen Baum, der unseren Designerrasen beschattet, vermoost. Das Gras ist uns wichtiger wie der Baum. Wenn es eine Baustelle gibt, wird einmal alles abgeholzt, damit man richtig herumfahren kann. Die Baumaschinen und deren Bewegungsfreiheit ist wichtiger als wie das Leben von Bäumen. Dann können wir planen und wenn am Schluss noch Platz übrig ist, wird wieder ein Bäumchen gesetzt. Viele, viele Kindergärten, die jetzt nicht, gibt es, wo die Bäume inzwischen eingezäunt sind, damit man ja nicht auf den Baum raufklettern kann. Nicht als Schutz vor dem Baum, sondern wir bewahren unsere Kinder, dass sie herunterfallen können. Ich bin quasi auf dem Baum aufgewachsen als Kind und wahrscheinlich viele von euch auch. Wir haben es alle überlebt. Und es gibt auch dieses Phänomen, das allseits bekannte Phänomen der rasenden Alleen, die auf uns Autofahrer zuknallen und unser Auto beschädigen können. Nun, das sind einige dieser Gedanken und dieser Ansätze, die ich zusammengestellt habe vor Ansätze, weil sie grundsätzlich einfach nicht richtig sind. Sie sind falsch und sie sind selbstzerstörend. Gehen wir mal ein paar Schritte zurück, betrachten wir das ein bisschen mit Abstand und versuchen das Ganze zu überblicken. Und dann sehen wir, dass wir alle, wie gesagt, auch ich, aus dem Takt gekommen sind. Wir sind zu schnell geworden für so vieles. Wir haben zu wenig Geduld für so manches. Es stimmt einfach nicht mehr zusammen in der Taktzahl. Und es gibt kaum mehr Kompromisse zwischen Natur und Mensch. Nachhaltige Kompromisse, wie beispielsweise diese Linde in Kirchberg in der Steiermark, die seit knapp 600 Jahren direkt am Haus steht. Das Haus ist auch so alt und es funktioniert. Nun, so wie es den meisten Menschen geht, ging es mir natürlich auch. Und vor einigen Jahren bin ich dann wirklich auf den Baum gekommen. Die Bäume, die Wälder haben mich nicht mehr losgelassen. Das ist zur Sucht geworden, zugegebenermaßen. Sie haben mich aber auch verlangsamt. Sie haben mich geduldig gemacht, auch demütig. Und es geht auch um eine Betrachtungsweise, wenn wir an Bäume denken, wie hier jetzt diese alte Eiche in Châtillon, die auf einer Huteweide steht. Es geht dabei um die Betrachtung unserer Vergangenheit. Es ist ein Kulturgut, was hier steht. Dieser Baum lebt seit 500, 600 Jahren auf dieser Weide. Die Kühe weiden da. Wie ist es in der Vergangenheit gewesen, die letzten hunderte von Jahren? Und dieser Baum lebt immer noch als Botschafter der Vergangenheit und wird wahrscheinlich auch noch nach uns leben. Und wenn man sowas betrachtet, kann man sich auch ein bisschen Gedanken machen, wie gehen wir mit dem Alten um? Oder mit dem Alter? Wie gehen wir mit den Bäumen um? Und auch mit uns selber und mit den Alten von uns? Es ist ein Umgang und ein Denken und eine Haltung, wie wir eben mit der Vergangenheit und der Zukunft umgehen. Und es geht auch um naturnahe Wälder. Nicht Wirtschaftswälder, wie wir sie kennen, sondern naturnahe Wälder, so wie sie die Natur geschaffen hat, seit 300 Millionen Jahren perfektioniert hat. Der Wald ist ja im Prinzip ein Gesamtorganismus, ein Superorganismus, wenn man so will. Alles ist miteinander verbunden, verknüpft über Wurzeln, über Botenstoffe. Da findet Austausch statt. Es gibt keinen Abfall, alles wird wiederverwertet. Das ist ein Organismus, der in sich funktioniert. Der braucht den Menschen nicht wirklich. Wir allerdings brauchen den Wald und die Bäume sehr. Und ein Blick in die Geschichte zeigt uns auch, in der Zeit vor dem Erdöl, knapp 200 Jahren, hat der Mensch in unserer Region so ziemlich alles aus dem Wald und vom Baum geholt, was er zum Leben brauchte. Heizmaterial. Holz war fast das einzige Heizmaterial, das man brauchte und oder verwendet hat und wurde natürlich aus dem Wald geholt. Wir haben gelernt, Werkzeuge, Möbel, Häuser, Burgen, Brücken, Straßen zu bauen. Überall dazu wurde Holz verwendet.
wird natürlich immer noch verwendet. Und auch viele der Nahrungsmittel stammen vom Baum. Die Obst, Blüten, Blätter, Früchte, Nüsse und so weiter, Medizin, alles haben wir vom Baum erhalten und wird nach wie vor geerntet. Wenn wir den Blick noch ein bisschen weiter führen, selbst in Religion und Kultur hat der Baum und der Wald immer schon eine sehr, sehr wichtige Bedeutung gehabt. Es gibt kaum eine Kultur auf der Welt, die nicht mindestens einen Baum als Symbol für irgendwas hat. Religion natürlich auch. Und wenn man so ein bisschen nachdenkt, Worte wie Stammbaum, Lebensbaum, Weihnachtsbaum, Maibaum und so weiter. Überall gibt es Verbindungen zu Bäumen. Der typische Hausbaum, wie diese Linde in Linz, die seit über 400 Jahren direkt neben der Kirche Magdalenenberg wächst und lebt und das Haus begleitet, die Hausbewohner begleitet. Selbst Lorbeerkranz oder das berühmte Feigenblatt stammt vom Baum ab. Ja, und wenn wir ein bisschen weiterdenken, Symbolbild, wenn wir ans Erdöl denken, so der Motor unserer Wirtschaft, unseres luxuriösen Lebens, der Motor, das Erdöl ist nichts anderes wie das Produkt uralter Wälder, der Wälder der Vorzeit. Aber Wälder und Bäume können so viel mehr. Wir haben es vorher von Franz Köpp schon gehört, sie erzeugen den Sauerstoff. Den größten Teil des Sauerstoffs aus unserer Erde für unsere Atemluft erzeugen die Bäume. Sie filtern die Luft. Sie kommunizieren, wie wir schon gehört haben, miteinander. Es gibt im Wald eine Gemeinschaft, die für sich und miteinander lebt und eigentlich über Jahrtausende existiert. Und wir dürfen nicht vergessen, auch der Wald ist ein Klimafaktor. Gerade in unserer Gegend, in Regionen mit und ohne Wald gibt es in Zukunft ganz große Unterschiede, wie sich das Klima, die Erwärmung auf die Regionen auswirkt. Um Ihnen, ich bin jetzt nicht sicher, ob man den Text lesen kann, aber ich kann es Ihnen erklären, um Ihnen den Wert eines einzelnen Baumes einmal vor Augen zu führen, habe ich diese Folie eingefügt, die von etlichen Wissenschaftlern und Biologen auch quergelesen und bestätigt wird. Ein Beispiel einer Buche, 100 Jahre alt, die hat statistisch alles schon erfasst und längst ausgerechnet, etwa 600.000 Blätter, hat eine Blattoberfläche von 1.200 Quadratmeter, mit der macht sie 7-8 Monate, je nach Standort, Photosynthese und dabei entsteht ein Kraftwerk im Baum. Das ist also ein Energiespeicher. Sie erzeugt in einem Jahr, nur dieser einzelne Baum, 4 Tonnen Sauerstoff, was ausreicht, um 4 mehrköpfige Familien mit Sauerstoff oder mit Atemluft zu bedienen. Sie nimmt in diesem Jahr 6,5 Tonnen Kohlendioxid aus der Luft auf und bindet das nachhaltig in ihre Biomasse. Sie filtert 1 Tonne Feinstaub jedes Jahr aus der Luft. Feinstaub und Luftverschmutzungen. Und das kann sie, wenn man sie lässt, 200 Jahre machen. Ein einzelner Baum. Täglich kann sie bis zu 400 Liter Wasser verdunsten und kühlt so ihre Umgebung und die Luft unter ihr ab. 400 Liter fließend pro Tag durch diesen Baum und werden zerstäubt. So, und jetzt kommt einmal ein geschickter Planer und macht genau hier einen Parkplatz oder eine Straße. Der Baum muss weg, weil der Mensch hockt in seinem Büro und überlegt nicht, was da draußen am Land passiert. Also dieser Baum würde gefällt und man versucht, ihn zu ersetzen. Und rein rechnerisch müsste man dann 2000 Jungbäume pflanzen. Jeder Baum hat ein Kronenvolumen von 1,5 Kubikmeter, um dieselbe Wirkung dieses 100-jährigen Baumes zu erreichen. 2000 Jungbäume. Jetziger Preis dafür etwa 150.000 Euro.
das macht ein Baum. Im Vergleich dazu, der Holzwert dieser Buche, je nach Standort und Rückung, zwischen 300 und 500 Euro. Diese Rechnung erzähle ich immer wieder den Männern, leider ist das ziemlich männlich, das Fällen von Bäumen und das Planen über Bäume hinweg, damit sie vor dem Fällen auch überlegen, was da angestellt wird und wie die Alternativen ausschauen könnten. Ich bin also ein bisschen herumgekommen durch Deutschland, Schweiz, Südtirol und Österreich. Im Buch sind 109 Bäume vorgestellt, besucht habe ich über 300 und die 300, die ich nicht gefunden habe, sind hier auch nicht aufgezeichnet. Ebenso alte, uralte Wälder, Urwälder also. Ich möchte noch kurz vorher erwähnen, dass ich kein Biologe bin und die Wissenschaft oder die Wissenschaftler der Bäume heißen Dendrologen, bin ich auch nicht. Ich bezeichne mich selber als Naturfreund, als Baumliebhaber, als Baumfreund, als Fotograf. Was aber schon passiert ist, ist, dass ich mit Hunderten von Menschen gesprochen habe auf diesen ganzen Touren, über 5 Jahre durch Europa, mit Waldbesitzern, mit Förstern, mit Baumkennern, mit Biologen, mit Waldarbeitern, Wanderern, Jägern. Und da ist doch ein sehr spannendes Wissen zusammengekommen und das führt von der Esoterik bis zur Wissenschaft. Aber mein Zugang zur Natur ist nach wie vor der, dass ich beobachte, dass ich versuche zu verstehen und zu erkennen und daraus lernen möchte. Wir tauchen ein zu den einzelnen Bäumen. Und dieser Baum erinnert mich an die Eingebung für das Buch Baumwelten. Das ist eine Linde, die lebt in Goslar, einer mittelgroßen deutschen Stadt. Ich habe sie im Juli besucht, sie ist 430 Jahre alt. Sie wurde gepflanzt als Denkmalbaum bei der Eröffnung einer Mine, die man in Goslar eben geschlagen hat. Und als Erinnerung daran wurde dieser Baum gepflanzt. Einmal durfte sie wachsen, wie eine Linde wirklich wachsen würde, wenn man sie wachsen lässt. Die hat eine riesen Krone bis am Boden hin. Zum anderen ist sie leicht wir haben auf einem Hügel, inzwischen in einem Privatgarten, das können Sie sich vielleicht vorstellen, draußen heiße Luft, 35 Grad, Hitze in der Stadt, Lärm, Hektik, Gestank. Und ich tauche da unter dem Baum ein in eine völlig neue Welt, in eine Baumwelt. Ober mir geschätzte 12 Millionen Bienen, ein Duft, der dich halb niederhaut, Insekten, Vögel. Und das haben offenbar die Besitzer auch gemerkt, die da unten eine feine, kuschelige Sitzecke eingerichtet haben. Es ist eine eigene Welt unter diesem Baum und seit da heißt das Buch Baumwelten. Und jetzt gehen wir quer durch Mitteleuropa und besuchen einige der spannenden Bäume. Wir sind im Mellantal beispielsweise 1100 Meter über Meer und besuchen die Waldalpe. Auf der Waldalpe leben seit 400 Jahren 7 wunderbare Bergahorne. Es ist ein Kraftplatz da oben. Und wenn man einmal oben gewesen ist und ihre Aussicht genießt, versteht man, warum sich die Bäume so wohlfühlen da oben. 400 Jahre, ich möchte kurz noch eine kleine Denkaufgabe an Sie weiterleiten. Weil jetzt geht es um etliche alte Bäume und um große Jahreszahlen. Stellen Sie sich bitte kurz mal Ihre Familie vor und denken Sie 5 Generationen zurück. Nur 5 Generationen. Kennen Sie noch die Vornamen dieser Menschen vor Ihnen? Also Ihre Verwandten. Also die wenigsten können das. Und das bitte ist erst 150 Jahre her. 150 Jahre. Die Bäume sind schon 400 Jahre da oben. Nun, ein Bergahorn hat tiefe Wurzeln, kann den Hang befestigen, verhindert das Abrutschen, kommt auch sehr gut in der feuchten Umgebung zurecht. Die Blätter sind unheimlich nahrhaft und schmackhaft, werden im Herbst auch eingesammelt und haben jahrhundertelang die Schlafstadt der Bauern in den Alpen gebildet.
Und die beschützen auch die Tiere, wie man hier gut sieht, vor direkter Sonneneinstrahlung, vor Gewitter, vor Hagel, vor Unwetter. Und das wussten die Bauern damals und haben bei der Rodung dieser Flächen die Bäume stehen gelassen oder extra angepflanzt. Hier sieht man einen Teil der Bäume, die miteinander verwandt sind. Das erkennt man an der Wuchsform. Riesengroße Wurzelstöcke, die in den Boden reingreifen und dieses gewaltige Gewicht des Baumes in der Bergschräge, im Schräge des Hangs halten. Dieses Statikwunder möchte ich Ihnen vorstellen. Da bin ich extra noch mit einem Statiker aus Bregenz hinaufgegangen und habe ihm den Baum gezeigt. Er hat das ausgerechnet, hat gesagt, geht nicht, gibt es einfach nicht. Also, 2/3 des Gesamtgewichtes dieses Baums sind auf der Seite. Der hat eine schlimme Jugend gehabt, der wurde halt immer wieder vom wahrscheinlich Wild verfressen, hat sich dann überlegt, wie er das macht und wächst einfach seitlich raus, stärkt sich so und erst dann schießt er in die Höhe und durch diesen Wuchs hat er diese Prozedur überlebt. Jetzt muss man vorstellen, im Winter liegen da 3 Tonnen Schnee drauf und das macht er seit 250 Jahren. Also offenbar doch recht erfolgreich. Wir bleiben bei den Bergahornen und sind jetzt in der Schweiz, im Kanton Uri, das ist hinter Glarus. Und ich habe von diesem großen Bergahorn gehört, 8,5 Meter Umfang, 700 Jahre alt, also ein riesiger Kerl, der älteste der Schweiz und wahrscheinlich auch Mitteleuropas. Und ich habe den Baum gesucht, im Ort herumgefragt, der Ort heißt Urigen, gefällt mir nämlich. Und irgendwo hat mir dann gesagt, ja, das ist der Jösi da oben und der Bauer. Ich habe den Weg hinaufgefunden mit Fotoausrüstung und Stativ und wollte eben den Baum fotografieren. Und plötzlich steht wirklich ein Uriger von mir mit Bart. Was wüttert sie? Und ich habe gesagt, ja, ich habe gehört, auf ihrem Grund steht ein wunderbarer Bergauern, ob ich den fotografieren darf. Das ist so einfach ist es halt nicht. Und es hat ein kurzes Gespräch gegeben, 20 Franken Eintritt und ich durfte den Baum fotografieren. Ein geschäftstüchtiger Uriger, aber mir gefällt das, weil der Mann kapiert hat, der hat einen Schatz auf seinem Grund. Und seit er das weiß, etwa seit 3-4 Jahren, als der Baum bekannt worden ist, mäht er jetzt den Vorplatz, hat die öligen Landmaschinen aus dem hohlen Stamm genommen und schont den Baum. Inzwischen wurde die Krone auch schon einmal saniert. Also dieser Uriger hat mir imponiert, der weiß, was er hat. So, wenn wir schon in der Schweiz sind, gehen wir zum berühmtesten Baum in der Schweiz, die Linde von Linn. Die Linde von Linn ist eine wunderbare Linde. 1330 hat es in Linn, in dem Ort darunter, eine Pestseuche gegeben, wie viele Orten auch im Mittelalter. Die meisten der Bewohner sind gestorben und wurden am Hügel oben über Linn begraben und zu ihren Gedenken hat man diesen Baum gepflanzt. Also 700 Jahre alt, 12 Meter Umfang. Sie lebt an einem wunderbaren Kraftplatz, der eine Kreuzung ist von einem Weitwanderweg und ich habe sie mehrmals besucht, letzthin mit meiner jüngsten Tochter. Wir waren nicht allein, da waren locker 15 Menschen, die sind am Boden gesessen, haben Picknick gemacht, die anderen haben den Baum umringt, die einen haben gesungen. Also da hat es ein wunderbares Erlebnis gegeben von Baumfreunden, von überall her, von Frankreich, von Deutschland. In der Nähe dieses Baumes befindet sich die Wiege der Habsburger, das Schloss Habsburg. Und es gibt so eine Sage, Legende im Ort, die sagt, sobald die Linde so groß ist, dass der Schatten im Herbst auf die Burg fällt, geht die Dynastie der Habsburger unter. Darüber möchte ich jetzt nicht philosophieren, aber der Baum lebt auf jeden Fall vital wie eh und je. Und über die Linde möchte ich Ihnen noch kurz 2, 3 Besonderheiten sagen, die wirklich faszinierend sind. Die Linde, über die sagt der Volksmund, 300 Jahre kommt der Baum, 300 Jahre bleibt er
und 300 Jahre geht er. Und das stimmt gar nicht einmal so schlecht. Die Linde hat eine besondere Gabe, sich immer wieder zu erneuern. Und hier im Stamm auf der Seite sieht man schon Ansätze dazu. Und der Wuchs der Linde funktioniert so. Nach 300 bis 400 Jahren hat sie ihr jugendliches Alter abgelegt. Also bitte mal dran denken an unsere Generationen. Nach 400 Jahren fängt sie sich an auszuhöhlen. Der Stamm, sie lässt Pilze zu, Insekten zu, sie ladet die quasi ein und die fangen an, den Stamminnere aufzufressen. Das fällt als Moderholz am Boden und sie ernährt sich quasi die nächsten 100, 150 Jahre, so lange geht der Vorgang, von sich selber. Die wird also ausgehöhlt, der Stamm wird der Rohr oder bekommt der Rohrform. Und plötzlich endet dieser Vorgang. Das wurde inzwischen eben alles auch schon festgestellt und gemessen. Der Vorgang endet kurz vor dem Kambium, da wo der Baum lebt und die lebenswichtigen Kanäle hat. Und dann überprüft der Baum, ist sie noch stabil genug für die große Krone. Und wenn sie das nicht ist, treibt sie von der Krone runter, hier erkennt man, innerhalb des Stammes neue Wurzeln, das nennt man Adventivwurzeln, um sich wieder zu verankern. So bleibt sie stabil. Und wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, fängt sie an, innen eine Rinde über den Innenstamm zu führen. Sie berindet sich also innen jetzt auch noch. Dann hat sie ein stabiles Rohr und kann wieder 300 Jahre weiterleben. Man weiß auch, technisch gesehen, dass ein Rohr die Bewegungen der Krone besser mitmachen kann als ein halbmorscher Vollstamm. Jetzt muss man denken, früher wussten das die Leute nicht und sobald der Linde hohl wurde, hat man sie umgehauen, weil man gesagt hat, die ist krank, die ist alt und so weiter. Noch vor 30 Jahren hat man hohle Linden ausgemauert. Damit hat man erzeugt, dass da drin ein Pilz entsteht und der Baum wirklich umfällt. Also die kann das sehr, sehr gut ohne uns. So, nächstes Beispiel eines besonderen Baumes, die Marone in Albions. Das ist in der Nähe von Brixen. Die hat so einen gedrungenen Stamm. Sie ist der dickste Baum Oberitaliens, 13 Meter Umfang, 700 Jahre alt. Und hinten sehen Sie dieses kleine Schloss, der gehört einem Innsbrucker, der mir vieles von der Marone erzählt hat. Vor 120 Jahren gab es einen großen Erdrutsch und hat diesen wunderbaren Baum 3 Meter zugeschüttet. Geröll und Dreck ist draufgefallen auf die Wurzeln. Und wenn man die Lebensweise eines Baumes kennt, weiß man, dass er sowas eigentlich nicht überleben kann. Die Wurzeln bekommen einen sehr hohen Druck, keinen Sauerstoff mehr, kein Wasser mehr von oben. Und trotzdem hat sie es überlebt. Und vor etwa 30 Jahren sind im Schloss Wasserschäden im Keller entstanden und man hat angefangen Bohrungen machen und weiß jetzt inzwischen warum, dass die Marone überlebt hat. Weil etwa 8 Meter unter ihrer Felsplatte ist, auf der Wasser bergabwärts fließt. Irgendwie hat die das gekneist, da unten ist Wasser. Wenn es oben keines gibt, hat innerhalb weniger Wochen wahrscheinlich die Wurzeln 8 Meter tief in den Boden gerammt und ernährt sich seitdem vom Quellwasser von da unten. Regenwasser kriegt sie ja kaum. Und das war eine Überlebensstrategie, die sie bewusst eingeleitet hat. Die Marone, obwohl sie 700 Jahre alt ist, wirft jährlich etwa 300 Kilo Maronen ab. Nicht so große, aber immerhin vitale Früchte. Der dickste Edelkastanienbaum Österreichs lebt in Niederösterreich, in Burbach, immerhin 12 Meter Umfang, ein stattlicher Baum. Dort gibt es Gegenden mit sehr vielen alten Kastanienbäumen. Früher haben ja die Landbevölkerung oft von den Maronen und Edelkastanien gelebt oder zumindest den Winter damit überdauert. Jetzt sind wir mal ganz oben im Norden, in Deutschland, nahe der holländischen Grenze und ich stelle euch die größte Linde oder die Linde mit dem größten Umfang vor, 19,5 Meter Umfang. Und die Linde von Hede hat auch eine besondere Geschichte. 1467 hat man eine Scherpenburg gebaut, das ist dokumentiert. Und es ist auch dokumentiert, dass dort schon die Linde gestanden ist, denn die Burg wurde um die Linde herum gebaut. Die
hat den Innenhof zu beschatten gehabt, hat fortan die Aufgabe gehabt, den Duft den Hofdamen zu spenden und das Getier mit Schatten zu schützen. 200 Jahre lang lebt die im Hof, im Innenhof der Scherbenburg. Plötzlich brennt die Burg ab, die wird verlassen, abgetragen, die Linde hat es überlebt. 50 Jahre später beginnt der 30-jährige Krieg von Deutschland gegen Holland und das ist sehr nahe an der holländischen Grenze. Und irgendein kluger General kapiert den strategischen Standort der Linde, lässt die auf 4 Meter Höhe kappen, zack, man stellt ein großes Geschütz rauf, eine schwere Haubitze und schießt 30 Jahre zu den Holländern rüber und die herüber. Irgendwann ist der Krieg zu Ende, das Geschütz wird von der Linde runtergenommen und die treibt wieder aus. 10 Stammlinge und hat inzwischen eine Krone, die so groß ist, fast wie ein Fußballplatz. 700 Jahre alt, ich bin einmal darauf geklettert, so schaut sie von oben aus, also irgendwie abgeschnitten und raus kommen wieder 10 frische Stämmlinge. Für mich sind das wunderbare Überlebensstrategien, die diese Pflanzen entwickeln, ganz bewusst, nicht zufällig. Wir sind in der Steiermark am Pass Gscheid in Birkfeld. Da oben leben 3 wunderbare Linden, alle miteinander verwandt, Schwestern, wie man so sagt, bis zu 10 Meter Umfang und 400 bis 500 Jahre alt. Diese hier ist das bekanntes Fotomotiv, weil dieser Starkast da so lustig aufgestützt wird. Da lehnen dann die Radfahrer davor und, oder man sitzt drauf. Also ein beliebtes Motiv. Aber eine der 3 Schwestern wurde vor einigen Jahren vom Blitz getroffen und ist völlig ausgebrannt. Jetzt war die Linde schon hohl. Wir wissen inzwischen, 500 Jahre, okay, hohl, ganz normal. Und man hat den Bauer dazu genötigt, die Linde zu fällen, weil die halt neben der Straße ist und ein abgebrannter Baum irgendwann zusammenkracht, bildet Gefahr. Und er hat es nicht übers Herz gebracht und hat die auf 5 Meter abgeschnitten. Innen ist es verkohlt, man kann in den Baum reingehen, das ist eine schwarze, verkohlte Wand. Aber in den Außenregionen, im Kambium, haben Teile des Baumes überlebt. Und man sieht da oben schon eine kleine Krone. Und 3 Jahre später habe ich sie wieder besucht, um zu schauen, was damit passiert. Die Krone wird größer. Und hier und jetzt kann ich Ihnen garantieren, gehen Sie in 50 oder 70 Jahre wieder hin. Und es ist ein stattlicher Baum. Und irgendwann wird man sagen, warum hat diese eine komische Stammform? Oder wieso schaut die so interessant aus? Aber die hat die Lebensgeschichte einer besonderen Wiedergeburt. Für mich ein Traumbaum, die Lindenkraut in Kärnten. Als ich da unten mit dem Bauer geredet habe, musste man vom Baum weggehen, weil da oben die Bienen so einen Lärm gemacht haben, dass wir uns nicht verstanden haben. 12 Meter Umfang, 700 Jahre alt und die lebt immerhin schon auf über 1000 Meter oder an die 1000 Meter Höhe, was für Linden schon eine Grenzregion ist. Und auch der älteste Lindenbaum Österreichs ist in Neuhof in der Steiermark, 12 Meter Umfang und nach dendrologischen Bohrungen 1000 Jahre alt. Ist aber noch nicht die älteste Linde Europas, die lebt in Hessen, ist ein Dorfbaum, ein typischer Tanzbaum, der auf der ersten Astreihe immer geschnitten wurde und darauf wurde dann ein Plateau errichtet, darauf wurde getanzt, Hochzeit gefeiert und das seit 1200 Jahren. Der Baum ist inzwischen fast schon zerfallen, besteht aus 4 Einzelstammteilen mit einem Gesamtumfang von 19 Meter. Und eigentlich müsste man sich das so vorstellen, früher war in der Mitte der Baumstamm, das sind nur noch die Hälften, die übrig geblieben sind, ist aber vital, hat Blüten, treibt aus, wächst zu und weit über 1000 Jahre alt. Und weil wir schon bei den Riesen sind, bei den heimischen Riesen, in Ivenack gibt es einen Tierpark mit den ältesten Eichen Europas oder zumindest des Kontinents. Diese Ivenacker Eiche hat einen Umfang von 11,50 Meter
und ist 900 Jahre alt. Ein Vollholzstamm, der 32 Meter hoch geht, wie ein Kirchturm. Ist nicht hohl, ist immer noch voll, also für Baumwissenschaftler ein Phänomen. Ich habe mich da mal daneben gestellt, um ein bisschen so das Verhältnis darzustellen. Das kleine ganz rechts, das bin ich. Der Rest ist der Baumstamm. Was da spannend ist, und das ist auch etwas, was ich immer wieder unseren Dorfkaisern sage, Ivenack kennt sonst kein Mensch auf der Welt, weil es eigentlich unbedeutend ist, aber dieser Tierpark mit diesen 5-6 großen Alteichen drin wird jährlich von 150.000 zahlenden Gästen besucht. Die haben über den Tierpark und über die Bäume mehr Einnahmen wie alles andere im Dorf. Man sieht auch hier ein bisschen das Verhältnis, was für Baumriesen das sind. Die älteste und größte Eiche Österreichs steht in Burgenland, in der Nähe, oder Steiermark, pardon, im Bierbaum, das ist in der Nähe von Bad Blumau, wird gern als tausendjährige Eiche bezeichnet, wie halt alle alten Bäume gleich einmal tausendjährig sind, weil irgendwann verliert man die Unterlagen und Dokumente und alles, was dann sehr groß und alt wirkt, ist tausendjährig, ist leider oder Gott sei Dank nicht ganz so. Aber unsere älteste Eiche Österreichs, 8,80 Meter Umfang, beliebter Platz, früher Tanzplatz auch, Hochzeitsplatz. Es gibt sogar jetzt über Universum eine ganze Stunde Film nur über diesen Baum und die Geschichte. Ich meine, in 700 Jahren ist doch einiges passiert in der Umgebung. Gleich dick, aber nur halb so alt, ist diese Eiche in Rogolone am Comosee. Und auch hier kleine Geschichte dazu, die ist im Ort und in der Umgebung sehr bekannt und man sagt da oben sein Kraftplatz. Ich bin mehrmals da gewesen, man läuft 1,5 Stunden so Bergwald hoch. Und in der Zeit, als ich da oben war, 5-6 Stunden, weil halt das Licht nicht ganz gepasst hat, sind viele Leute aus der Umgebung hinaufgekommen, einige Pärchen auch, mit Neugeborenen und kleinen Kindern. Und die haben die wie ein Ritual zum Baum gelegt. Die haben geschlafen, also die Kinder. Die Eltern sind daneben gesessen, haben Picknick gemacht, Wein getrunken. Ein Kind ist heraufgetragen worden, das war sichtbar krank, hat geweint und das hat man dann weinend zum Baumstamm gelegt. Noch eine Viertelstunde hat es geschlafen, 2 Stunden lang. Dann nehmen die Kinder wieder, ich habe auch gesprochen mit denen, mit den Leuten, die sagen, das machen unsere Großväter schon, das macht man, seit man sich denken kann und seit 400 Jahren gibt es den Baum. Also das wird da zelebriert, das ist unabhängig von der Religion oder Medizin. Die sehen da einfach Nutzen drin. Die gehen rauf zum Baum, um sich inspirieren zu lassen, wirken zu lassen. Und offenbar, glaube ich einmal, wenn diese Tradition über viele Generationen ist, hat das die eine oder andere Wirkung auch schon gehabt. Weil wir schon am Comosee sind, die dickste Buche, über 350 Jahre alt, so alt können Buchen tatsächlich werden, mit fast 7 Meter Umfang, lebt da oben. Die dickste Buche der Schweiz könnten Sie auch besuchen, wenn Sie mal wollen, im Maienfeld. Da drüben in Sargans ist am Weg, wenn man ins Heididorf hinauf spaziert, da gibt es eine schräge Wiese mit etlichen Alteichen, 200 Jahre, 250 Jahre. Die Buche dürfte 300 Jahre alt sein. Was ganz spannend ist, ist, die konnte ihre Wurzeln nicht in die Tiefe treiben und hat deshalb einen Teller von über 15 Meter Umfang entwickelt. Man kann an den Wurzeln herumklettern, da sind immer wieder Kinder da, es tut der Buche nichts. Und da ein stattlicher, dicker Baum mit über 7 Meter Umfang. Eine Weide, zwischendurch einmal am Bodensee, im Bregenzer Bucht. Was mir halt gefällt, ist, was sie für eine Überlebensstrategie gemacht hat. Die steht auf Stelzwurzeln und die Wurzeln gehen ja trotzdem noch 2-3 Meter in den Boden rein. Und ich habe sie schon öfters entdeckt, dass sie 3-4 Wochen im Wasser steht. Normalerweise hält das ein Baum nicht aus, weil er eben kaum Sauerstoff erhält. Aber die Weide schafft es seit über 100 Jahren. Auch wieder so eine eigentümliche Strategie eines Einzelbaumes. Und wenn wir schon bei Rekorden sind, weiß
keiner oder kaum jemand. In Vorarlberg gibt es einen Rekordbaum. Die dickste Weide der Welt lebt in Vorarlberg. Also es ist zumindest keine dickere bekannt. Ein 11,50 Meter Umfang, völlig hohl natürlich, eine Kopfweide, Silberweide, die wurde halt immer als Korbweide geschnitten. Ist ganz lustig, die ist neben der Straße in Geisau, man kann da reinklettern, drauf sitzen und sitzt quasi im Baum drin. Keine riesige Gestalt, aber immerhin vom Umfang her gewaltig. 150 Jahre dürfte sie alt sein. So, wir schauen uns einmal eine Fichte an. Sie alle kennen ja die Fichten aus unseren Wäldern, gerade Stämme, schnell hinaufgewachsen. Es gibt auch andere. Die lebt in den Nockbergen in Kärnten, in Ariach und wurde als kleiner Baum öfters verbissen und hat dann mehrere Stämmlinge aufgetrieben, insgesamt 7, 8, und hat damit eine sehr große Windangriffsfläche bekommen, hat gemerkt, so geht das nicht und hat nachträglich im Stamm Verankerungen gesetzt. Man sieht, welche Kraftanwendung dieser Baum macht, um zu überleben, und das tut sie erfolgreich. 8 Meter Umfang, 500 Jahre alt. So alt können Fichten werden, um zu zeigen, wie groß der Baum ist. Das kleine Männlein dazu. Und das sind eigentlich keine bösen Tiere, das sind Rotwild, Wildtiere, Pflanzenfresser wie eben Rehe, Gams und so weiter auch. Wenn sie in einer normalen Population sind, ist das völlig normal. Die fressen natürlich viel von Bäumen. Wenn sie in zu hohen Populationen sind, wie es eben bei uns in Vorarlberg speziell auch der Fall ist, dann schaden sie dem Wald, es kommt der Jungwald nicht mehr auf. Die fressen natürlich die jungen Pflanzen, speziell die Laubbäume, und der Wald kann sich nicht regenerieren, er kann sich nicht verjüngen. Der hohe Wildbestand ist allerdings nichts anderes wie vom Menschen wieder erzeugt. Das sind traditionelle Ansichten, das hat mit Jagd und Wildfütterung zu tun und ist oftmals Streitpunkt zwischen Waldbesitzern und Jägerei. Ein Fall, was passiert mit einem Baum, wenn er immer wieder verfressen wird. Auf 1600 Meter lebt diese Fichte am Läubelpass in Kärnten und mit 8 Meter Umfang und 500 Jahre alt ist sie fast ein Rekordbaum. Und Sie sehen, wie viel Mal die Fichte reagieren musste, um zu überleben. Sie hat immer wieder neue Stämmlinge gebracht, sie hat immer wieder neu austreiben müssen, um zu überleben. Und wurde immer wieder niedergefressen. Nun, wenn man denkt, welcher Überlebensgeist dieser Baum aufweisen kann, ist das schon faszinierend. Wir sind im Wallis, im französischen Wallis. Hier links wäre schon der Mont Blanc sichtbar und da oben lebt der älteste Lärchenwald der Welt. 300 Urlärchen, zwischen 400 und 700 Jahre alt. Ein wunderbares Schauspiel. Auf 2000 Meter, weit über unserer Baumgrenze, lebt dieser Wald. Und die Lärchen haben ja mehrere Strategien entwickelt zu überleben. Einmal können sie Borken, also dicke Rinden, erzeugen, die bis über 30 Zentimeter dick sind. Man stelle sich das vor, man sieht auch da gut gegen den Steinschlag. Die werden natürlich jedes Jahr von Steinen belästigt. Aber das halten die aus. Und die Starkäste treiben sie immer nur talwärts, damit die Lawinen denen die Starkäste nicht abbrechen können. Damit können sie sehr, sehr alt werden. Ich habe selber einen umgestürzten Baum gemessen und die Jahresringe waren knapp 1 Millimeter. Und für Baumfachleute bedeutet das einen Jahreszuwachs von maximal 6 Millimeter im Jahr. Dann kann so ein Riese wie dieser hier mit 10,50 Meter könnte rechnerisch schon 1000 Jahre alt sein. Wird 800, 900 Jahre alt sein. Mit Sicherheit über 1000 Jahre sind die Ultener Urlärchen im Ultental im Südtirol. Und da gibt es eine lustige Geschichte. Vor etwa 100 Jahren ist einer dieser Urlärchen, es hat insgesamt 7 gegeben, jetzt sind es nur noch 3 im Leben, ist umgestürzt. Und man hat gesagt, jetzt haben wir endlich einmal die Chance zu sehen, wie alt dieser Baum ist. Wer kann denn am besten zählen? Wer ist am seriösesten? Man hat den Arzt
dieses Tales gefunden und der hat 2200 Jahresringe verbürgt gezählt. Jetzt muss man wissen, dass der Arzt wahrscheinlich perfekt zählen konnte, aber nicht sich mit Jahresringen auskennt, weil die Bäume einen dunklen und einen hellen Jahresring haben. Das zusammen ist ein Ring, also Winter- und Sommerholz. Und der hat offenbar Winter- und Sommerholz zusammengezählt. Und darum weiß man so genau, dass der Baum 1100 Jahre alt war. Und der Nachbarbaum, der ähnlich dick ist, mit etwa 9 Meter Umfang, Lärche, könnte also ruhig über 1000 Jahre alt sein. Wir machen noch einen kurzen Abstecher ins Engadin und besuchen einen der ältesten Wälder der Schweiz. In der Schweiz nennt man sie Arven, bei uns heißen sie Zirben. Auf über 2000 Meter gibt es etliche hundert Zirben, die jede einzelne zwischen 500 und 700 Jahre alt ist. Wenn man bedenkt, dass auf dieser Höhe bei 2000 Meter, die eine Vegetationszeit von 3 oder 4 Monaten haben, sonst ist es gefroren, die haben nur 3, 4 Monate Zeit, sehen Sie mal am Stamm und an den Wurzeln, was der Baum alles unternimmt zum Überleben. Er verstärkt sich, er überwallt mit Harzwunden, er muss die Krone ausgleichen und so weiter und das alles in wenigen Monaten. Die älteste da oben ist diese Arve mit rund 800 Jahren. Ja, und über diese weiten Ebenen muss man laufen, rund 4 Stunden, 4,5 Stunden bis zum Wald. Ganz hinten im Tal sieht man den Wald und das ist der Grund, warum der nie geerntet wurde, nie gefällt wurde, weil so weit tragt man einfach das Holz nicht. Verflözung war nicht möglich durch die Bäche und der Rückung mit den Pferden war einfach zu schwierig, also hat man den Wald als Naturwald, als Urwald stehen lassen. Und diese Zirben sind am Timmelsjoch, in Obergurgl, die Straße geht direkt vorbei. Jedes Jahr sind da Südtiroler Schäfer drauf und die Schafe fressen die Rinden runter und trotzdem überleben sie die ganzen Tortur. Die sind oben an der Baumgrenze, 2200 Meter, sind 400 bis 500 Jahre alt und gehören zu den ältesten Zirben Österreichs. So, und jetzt kommen wir gleich zu unserem letzten Teil, den Wäldern. Und vorher möchte ich noch ganz kurz einen Ausblick machen in die Artenvielfalt, die natürlich mit der Wiese auch beginnt. Sie sehen hier in der Canisblue im Vordergrund diese wunderbare Bergwiese. Und ich möchte hier zwei Dinge kurz sagen, die ja mit dem Wald auch zu tun haben. Die Artenvielfalt ist für unser Überleben wichtig. Das ist so ein schnell gesagter Satz, aber wenn man den weiter denkt und alles weiß, was damit verbunden ist, ist das wirklich Tatsache. Die Frage, wenn man so eine Wiese sieht, ist, müssen unsere Straßenränder wirklich mit Golfplätzen konkurrenzieren? Müssen die wirklich 12-mal im Jahr gemäht werden? Oder könnten nicht einfach nur Brennnesseln und Stauden am Straßenrand sind? Wen würde es wirklich stören? Und was würden wir an Vielfalt für Bienen, für unsere Insekten, für unser Leben tun, wenn man das nicht so ordentlich hätte? Oder warum muss jeder Designerrasen wirklich bis zum Rand hin grün bleiben oder hat nicht irgendwo Flächen übrig für eine Naturwiese? Und wir kommen damit zu unserem Teil der Wälder, zum dritten Teil des Vortrags. Und ich möchte vor allen Dingen von Naturwäldern sprechen. Also das sind Mischwälder, die natürlich mit Artenvielfalt zu tun haben. Ein Wald, ein Naturwald hat sowohl Altersvielfalt wie Artenvielfalt, also verschiedene Altersstufen und verschiedene Baumarten in sich. In Europa ist 35% der Fläche Waldanteil. In Vorarlberg und Österreich sind wir bei über 40%. Früher, vor 2000 Jahren, war die gesamte Fläche bewaldet. Die natürliche Landschaftsform ist Wald. Wir haben natürlich Platz gebraucht für unsere Städte, für die Landwirtschaft, für Straßen und haben den Wald zurückgedrängt. Wenn man jetzt weiß, dass im Schnitt gesehen etwa ein Drittel der Fläche Wald ist, ist von dieser Waldfläche 1 bis 3% Naturwald.
Der Rest ist Wirtschaftswald. Also den haben wir gepflanzt und angelegt. Fichtenmonokultur, Fichtenwälder sind nicht wirklich natürlich, auch wenn sie standortbeheimatet sind, aber die waren früher durchwachsen mit Föhren, mit Lärchen. Das wurde also vom Mensch angelegt. Jetzt sind wir mal im Märchenwald in Laternsertal, einer der wenigen Wälder in Vorarlberg, die ich kenne, wo uralte Weißtannen und Fichten zusammenleben, 300-jährige. Schattwald ist noch nicht geerntet und für unser Auge ist es, glaube ich, ein Märchenwald. Unten die Heidelbeeren, traumhaft. Der wurde aber so gepflanzt und so angelegt und wurde für die Holznutzung vorgesehen. Ein Naturwald sieht eher so aus. Also ein typischer Vorarlberger würde sagen, hier sollte man ein bisschen aufräumen. Also, es sind verschiedene Pflanzenarten drin. Farne, Moose, Flechten. Es gibt Pilzarten. Natürlich besteht der Wald ja nicht nur aus Bäumen, aber auch die Bäume sind verschieden alt. Und je nach Lichteinfall entstehen eben neue Prozesse. Und die ganze Tierwelt natürlich auch. Das ist typische Waldform, die bei uns wäre, wenn der Mensch nicht eingreift. Oder auch hier in Graubünden ein Wald, wo Holz verrottet, wieder Boden erzeugt und das Leben wieder neu beginnen kann. Hier mit Bärlapp. Ein Wort zum Boden. Der Boden ist ja die Grundlage für Wald und für alles. Und man darf nicht vergessen, auch da, wo wir jetzt Ackerland haben oder da, wo die Alpen sind, da war früher Wald. Der Boden ist durch den Wald entstanden, durch nichts anderes. Und der Wald braucht ziemlich lang, um Boden zu erzeugen, weil der Boden halt dann verdichtet wird, der verrottet die ganzen pflanzlichen Überreste. Und das wissen leider viel zu wenig Menschen. Der Wald braucht statistisch gesehen für einen Zentimeter Bodenaufbau 100 Jahre. Und ein Meter tiefer Waldboden ist meistens 10.000 Jahre alt oder noch älter. Das sage ich so eindringlich, weil durch Kahlschläge und andere Maßnahmen, Wegebau, manchmal Boden weggeschwemmt wird, gerade bei uns in den Bergregionen. Und es ist nicht mehr zu erwarten, dass da wieder Boden entsteht. Es geht viel zu lange. Also wir sollten viel achtsamer mit Boden umgehen und vor allen Dingen in den Bergregionen, wo der Boden nicht einfach nachwächst. Es gibt überall Bestrebungen, naturnahe Wälder als kleine Zellen wieder anzusiedeln, weil man eben verstanden hat, dass damit Artenvielfalt passiert und das, was in diesen Naturwäldern passiert, sich dann auch ausdehnt. Gesundes Gengut zum Beispiel. Wenn die Bäume 300-400 Jahre überleben und sich versämern, ist das Standort beheimatetes Gengut und sind gesunde Bäume, die danach wachsen. Nicht irgendwas, was in einem Pflanzgarten in Stress erzeugt wird und dann von 400 Meter Seehöhe rauf auf 1400 Meter gesetzt wird. Das funktioniert in der Natur nicht. Hier war ich auf einer Führung der der österreichischen Bundesforste im Raduscheltal, das ist ein Seitental Richtung Reschen rauf, wo es noch viele Zirben und Nadelmischwald gibt. Und da lässt man jetzt, Sie sehen noch die Zeichen des ehemaligen Wirtschaftswaldes, da lässt man jetzt bestimmte Waldteile auf sich beruhen und wieder Naturwald entstehen. Und mir hat da der Waldbeauftragte gesagt, er wurde schon mehrmals angesprochen darauf, ob man in dem Wald nicht ein bisschen aufräumen könnte. Das schaut so unordentlich aus. Also ich darf Sie beruhigen, so schaut Wald wirklich aus. In Raurisertal, im Salzburger Hochtal, gibt es einen wunderbaren Fichtenurwald, unbedingt besuchenswert, ein paar Stunden Wanderung durch Moore, durch verschiedene Höhenebenen, Stufen. Und die Fichten da oben sind 300, 400 Jahre alt, ganz schlanke Wuchsformen, weil sie sehr hohe Schneelasten zu tragen haben. Weiter oben zur Baumgrenze dann Lärchen und uralte Arven oder Zirben bis hinauf zur Baumgrenze. Herrliches Gebiet, unbedingt einmal besuchen, wenn Sie in Salzburg sind. Auch bei uns
gibt es Bestrebungen, verschiedene Waldteile nicht mehr einzugreifen, natürlich werden zu lassen. Man erkennt es dann meistens, indem Totholz am Boden liegen bleibt. Bitte nicht aufräumen, liegen lassen. Und wenn sich Mischwald bildet, wenn durch Lichtfenster Mischwald entsteht. So, jetzt besuchen wir noch einen Märchenwald, das ist auch das Titelbild des Buches. Da war ich mehrfach in Hessen, das ist der Reinhardswald bei der Saberburg. Und der hat eine besondere Geschichte, weil da drin uralte Buchen leben und noch ältere Eichen. Die Eichen sind bis zu 500 Jahre alt. Und das war ein gepflanzter Wald, ehemaliger Hutewald. Hutewald heißt ein Wald, wo man das Vieh reintreibt im Herbst, um sich anzufressen von diesen nahrhaften Eichen und Bucheckern, gibt er fette Schwarte. Und unterm Jahr durften Ziegen und Rinder da drinnen leben und der Wald durfte nicht gefällt werden. Deshalb ist er so alt. Und in diesem Wald haben die Brüder Grimm, das ist auch dokumentiert, einige ihrer Märchen geschrieben. Also ich lehne das um einen Baum und denke, ja, da war mal der Grimm da an diesem Baum. Der Baum lebt immer noch. Also herrliches Erlebnis und besuchenswert. Und Sie sehen auch Blicke, das war bei Starkregen, deshalb auch ein bisschen trüb, die Blicke so in diesen Naturwald hinein, wo nicht eingegriffen wird. Wildschweine begegnen einem, wenn man das will. Damenhirsche, die tun nichts. Und hier vielleicht noch ein Beispiel auch einer faszinierenden Rolle einer Buche, die das üblicherweise nicht kann. Laut Dendrologen können Buchen das nicht. Die hat es gekonnt. Der Baumstamm wurde gespalten und ein Teil ist umgekippt. Sie sehen ganz rechts, hat sie den Boden berührt. Und die Buche macht da, was Weiden oder Pappeln sowieso können. Die steckt ihren kaputten Stamm in die Erde rein, schlägt Wurzeln und treibt wieder eigene Rote aus. Da hinten entstehen neue Buchen und das werden in 200-300 Jahren eigene Bäume sein, sind aber mit dem Baum ident, also biologisch derselbe Baum. Die hat gemerkt, der Stamm, der hat keine Funktion mehr, schauen wir, dass wir weiterleben können. Wunderbare Strategie. Ein Beispiel eines Hutewaldes in Südtirol, wo Maultiere zwischen Lärchenwald gehalten werden. Die fressen natürlich alles klein und festigen den Boden. Eine Kombination zwischen Tier und Wald. Ein besonderer Buchenwald sind die Heiligen Hallen in der Feldberger Seenplatte in Berlin. Die Heiligen Hallen wurden schon von Kelten und Druiden besiedelt, Kultorte, Kraftorte. Da leben Buchen mit bis zu 55 Meter Höhe, habe ich selber gemessen, weil eine am Boden gelegen ist. Bei uns wären sie 40 Meter hoch und die kann man natürlich nicht umfassen, 5 Meter, 6 Meter Umfang. Und die bilden tatsächlich manchmal so domartige Gebilde. Man weiß, dass die Baumeister der Gotik da Anleihen geholt haben zum Bau ihrer Türme. Kilometerweit Buchenwälder sind inzwischen UNESCO-Welterbe, sind geschützt und dürfen nicht mehr geerntet werden. Und auch in der Nähe von Berlin lebt der letzte Lindenurwald. Früher hat es tatsächlich Lindenurwälder gegeben. Wir kennen Linden eigentlich als Alleenbäume oder als Dorfbäume, aber es gibt noch Urwälder. Und ich habe noch nie so viele Vögel und Bienen gehört und gesehen wie in diesem Wald. Ein Geheimnis liegt darin, dass der 70 Jahre in einem Militärsperrgebiet war und nicht betreten werden durfte. Also wenn man sich da durchwühlt, muss man auch schauen, dass man den Kompass nicht vergisst oder Sonnenstand, weil man muss laufend ausweichen. Und Sie sehen, wenn Linden schnell wachsen im Waldverbund, heißt das schnell nach oben, schnell ans Licht, machen sie lange, dünne Stämme, was eigentlich nicht ihre Wuchsform ist. Und die werden zu schwer, und weil Lindenholz so weich ist, biegen sich die. Und eigentlich läuft man dauernd durch gebogene Tore von großen Lindenbäumen durch. So, jetzt noch ein Blick in die Berge, ins Hochgebirge. Wir sind im Puschlav oder Poschiave. Der See heißt Sao Seo See
und liegt auf 2200 Meter Höhe und ringsum ein wunderbarer Mischwald aus Lärchen und Zirben oder in der Schweiz Arven. Das Wasser ist wirklich so klar und ist auch so kalt, wie es ausschaut. Also man will nicht freiwillig drin sein. Was hier halt besonders ist, ist, dass der Wald 2200 Meter hoch stockt oder lebt. Viel höher wie bei uns. Und das ist ein Urwald, weil einfach nicht geerntet wird. So dürfte er auch vor 1000 Jahren ausgeschaut haben. Und so ähnlich geht es auch dem Aletschwald beim Aletschgletscher, der im Wallis ist, einer der größten Gletscher in Europa, der sich zurückzieht, wir wissen es ja. Und an seinen Seiten entsteht jetzt ein neuer Wald. In den 70er Jahren hat man das entdeckt und ihn unter Schutz gestellt mit sehr alten Zirben und Lärchen, mit Jagdverbot. Und wenn sie da oben sind, ein Lift geht drauf, dann läuft man eine Stunde, man will aus dem Wald nicht mehr raus. Da gibt es eine Energie, eine Romantik, eine Geräuschkulisse, wie man sie aus unseren Wäldern einfach nicht kennt. Sie haben das Gefühl, 1000 Lebewesen beobachten sie. Also es ist wirklich ein Urwald, ist etwas ganz Besonderes. Und wenn Sie eine Gelegenheit haben, versuchen Sie da mal reinzugehen. Ich habe ein paar Tierchen fotografiert, die einem so beobachten. Und ich habe auch festgestellt, wenn ich barfuß durch den Wald gehe, und das tue ich sehr, sehr oft, sieht man viel, viel mehr Tiere. Also nicht, dass die barfuß laufen wollen, aber wir sind einfach viel leiser. Man schaut auf den Boden, es knackt auch kaum ein Ast. Und die Tiere, die sie sonst beobachten und sich verstecken, sie sehen sie dann auch. Ich habe auch noch festgestellt, dass ich noch nie so viele Schlangen gesehen habe, seit ich barfuß laufe. Das ist jetzt nicht ganz lustig, aber die gehen alle weg. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass es bei uns so viele Schlangen gibt. Also die sind sonst versteckt, aber barfuß laufend, die denken immer, jetzt habe ich keine Schuhe an und genau jetzt liegt die Kreuzotter vor mir. Also es sind schöne Erlebnisse. So, ein Wort noch zum Wasser. Wir haben vorher von der Wichtigkeit des Bodens gehört und das Wasser ist natürlich genauso wichtig. Gott sei Dank leben wir in einer Region, wo es genügend Wasser gibt, bis jetzt. Und das Wasser wird in erster Linie von unseren Bergen runtergeführt und tatsächlich von unseren Wäldern gespeichert. Die Wälder haben ja nicht nur die Funktion des Bannwaldes zum Schutz von darunterliegenden Ortschaften, sondern eben auch als Wasserspeicher. Und dazu möchte ich Ihnen noch eine bedenkliche Zahl auf den Weg geben. Ein natürlicher Bergmischwald, der aus tiefwurzelnden und flachwurzelnden Bäumen besteht, Laub- und Nadelgehölz, also so, wie es die Natur vorsieht. Ein natürlicher Bergmischwald kann pro Quadratmeter 110 Liter speichern, bevor er überhaupt einen Tropfen abgibt. 110 Liter. Der Fichtenwald, so wie es wir hier herum haben, kann 16 Liter speichern. Also deshalb gibt es Wildbachverbauungen und Überschwemmungen, nicht weil die Natur böse geworden ist oder weil es mehr regnet, sondern weil wir den Wald umgebaut haben. 110 Liter gegen 16 Liter. Das haben wir aus Not gemacht, das war keine Bösartigkeit, sondern wir brauchten den Wald einfach. Und Sie sehen, wie wunderbar hier das Waldwasser ist, das gesündeste Wasser, das es überhaupt gibt, weil es angereichert ist durch Mineralien, durch Nährstoffe. Es ist gekühlt, was sehr, sehr wichtig ist, und es wird verwirbelt. Sobald Sonne aufs Wasser kommt, lässt die Qualität nach, aber hier herausgetrunken, das verlängert das Leben. Und auch das schaffen Bäume. 20 Grad minus, 2 Wochen, die Eisfichten im Hochmont davon stellen ihre Lebensfunktionen ein, gehen in Tiefschlaf und warten einfach ab, bis es wieder wärmer wird. Auch eine Bergulme schafft das gut. So, und jetzt noch ein paar Dinge, die mir am Herzen liegen. So wie Sie hier sind, und ich freue mich wirklich sehr, dass so zahlreich Menschen hergefunden haben, so passiert es mir immer wieder auf Veranstaltungen, auf Waldführungen. Ich sehe, dass sich Menschen
interessieren, dass sie sich kümmern und dass die Haltung sich verändert. Hier eine Fotoführung im Rotwaldgebiet in Dürnstein. Hier eine Waldführung im Bregenzer Wald. Der Peter Feuersinger, der das veranstaltet, baut seit Jahren im Bezirk Bregenz, also im Bregenzer Wald, den dort traditionell vorhandenen Fichtenwald langsam in einen naturnahen Plenterwald, in einen naturnahen Mischwald um und hat bei Führungen bis zu 60 Personen, die aus dem Tirol, Steiermark, Allgäu anfahren, um zu schauen, wie die das machen. Also es ist ein Interesse da und es ist auch ein Erkennen da, dass viele Fehler der Vergangenheit nun geändert werden. Und das freut mich ganz besonders. Ein Beispiel aus der Stadt. In Detroit, USA, kennen vielleicht manche noch als Autostadt, war eine Industriestadt mit mittelmäßiger Lebensqualität und sehr schlechter Luft. Und die Leute, vor allen Dingen die jungen Leute, die wollten das nicht mehr akzeptieren und haben in Eigenaktion in 15 Jahren 85.000 Bäume in der Stadt gepflanzt. 85.000 Bäume. Und wenn wir an die Folie vorher denken, was eine Buche machen kann, kann man verstehen, dass sich die Stadtluft und die Lebensqualität wesentlich verbessert hat. 1500 Gärten haben sie angelegt und inzwischen wird das noch getoppt. Und auch, dass solche Beiträge gut ankommen und von Menschen gutiert werden. Einige Dinge, die ich auf Facebook poste, wie das die Folie von der Buche, haben doch immerhin 120.000 Menschen gesehen und über 2.000 Menschen weitergeteilt. Also es berührt Menschen, es gibt immer mehr, Gott sei Dank. Ich habe inzwischen auch auf Facebook doch über 10.000 Followers, die verfolgen, was ich mache, was mit den Bäumen passiert. Und wenn sie befreundet sein wollen, schicken sie mir Freundesanzeige und ich werde das gerne annehmen. Der Kreis der Baumfreunde, der Baumliebhaber wird immer mehr. Das vom barmherzigen Bauern hat das noch übertroffen. 210.000 Menschen haben das gesehen und wurde, glaube ich, einige tausend Mal geliked. Oder von der Linde in Kirchberg 5.000 Mal Likes. Das heißt, Menschen zeigen, so ist es gut, so wollen wir es. Das freut mich sehr, das unterstützt mich natürlich in meinen Bemühungen. Das Buch wurde ja schon vorgestellt. Danke an Franz, Gott sei Dank konnten wir jetzt die erste Auflage schon fast restlich verkaufen. 12.000 Bücher wurden verkauft und der Erstauftritt in Frankfurt hat mich besonders geehrt als Neo-Autor, als No-Name. Gleich der ganze Stand mit dem Buch gestaltet und hat mir gezeigt, dass auch der Verlag daran Interesse hat, dass die Botschaft ankommt. Kleine Werbung in eigener Sache. Im Februar erscheint das nächste Buch. Es wird jetzt diesmal kein Fotobuch, sondern mehr oder weniger ein Fachbuch, ein Thesenbuch, aber mit ganz, ganz spannenden Inhalten. Natürlich geht es wieder um Bäume, natürlich sind auch Fotos drin, aber es gibt sieben Hauptthesen, wie das Leben, wie wir das Leben mit Bäumen in Zukunft gestalten sollen. Speziell im urbanen Bereich, im städtischen Bereich. Und das betrifft natürlich auch Vorarlberg. Beispielsweise Alleen. In Berlin, Großstadt Berlin, sind inzwischen 70% aller Straßen Alleen. Stellen Sie sich nur mal vor, wie es in unseren Dörfern ausschaut. Dachgärten, Friedenswälder und so weiter. Diese Projekte habe ich in Europa besucht, Vorzeitprojekte in großen Städten. In Mailand das Bosco Verticale, ein Hochhaus mit 40 Stockwerken und 1000 Bäumen auf dem Hochhaus. Funktioniert. Schaut gut aus. Und solche Projekte, zukunftsweisende Projekte, wie ich meine, werden in diesem Buch dann vorgestellt. Dass Bilder und Ansichten alleine von Natur Beruhigung und Veränderung in unserem Zustand bewirken, haben wir schon von Franz Köpp gehört, verschiedene andere Autoren wie der Clemens Arvey oder Peter Wohlleben und der Erwin Thoma beschreiben das immer wieder. Bilder von mir sind Gott sei Dank in Wellnessbereichen, in Krankenhäusern
Und wenn die Menschen da anschauen, kommen sie ein bisschen zur Ruhe, fühlen sich wohl, es geht ihnen gut. Und selbst ja, in Feldkirch gibt es den Anästhesieraum, wo früher weiße Wand war. Und es waren Plakate drauf, wo man so sieht, wie man in sich selber ausschaut. Man sieht, wie die Organe liegen. Also ganz, ganz spannend. Und da sind dann die Menschen gelegen und gesessen und warteten auf ihre Betäubung. Und inzwischen liegen sie oder sitzen sie nicht mehr so aufgeregt in einem Lärchenwald. Und mir wurde berichtet, die schlafen zum Teil auch ein. Also die Angst ist zum Teil schon weg und damit haben wir schon erreicht, was wir wollten. Wenn Sie möchten, auch gerne besuchen Sie mich einmal auf der Homepage konradanbar.at. Da drauf sind Termine, Bucherscheinungen und einige interessante Neuigkeiten. Es gibt auch noch eine Weiterleitung an meine Homepage, die ich Ihnen auch ans Herz legen möchte, das Bildarchiv. Da drauf sind 12.000 Naturbilder, die Sie bitte gratis downloaden können. Es gibt, Sie müssen sich nicht anmelden, Sie müssen nichts zahlen. Ich bin interessiert daran, dass die Bilder und die Menschen kommen. Und hier nur ein Beispiel, man kann so die Suchen verknüpfen. Da hat man gesucht Eiche und die Farbe Gold und glaube Herbst und kommen halt 30 Bilder. Man sucht sich das aus, was man will und zieht sich selber runter, nimmt eine Einladungskarte oder macht ein Plakat draus. Was immer Sie wollen, die Natur soll ins Haus kommen. Das Video, das hübsche Video von Tochter Hanna haben Sie vorher gesehen, auf YouTube anzuschauen, sehr gerne auch. Ja, und jetzt sind wir am Ende und ich möchte Sie noch begleiten mit einem kleinen Gedicht, das nicht von mir stammt, aber das ich gerne zitiere, weil ich es so, keine Sorge, das ist nicht sehr lang, weil ich es so schön finde. Pflanze einen Baum, mein Freund, und lass dich mahnen. Pflanze einen Wald, wenn du es irgend kannst. Frag nicht, wer der einst in seinem Schatten tanzt. Bedenke nur, es haben deine Ahnen, die dich nicht kannten, auch für dich gepflanzt. Vielen Dank fürs Zuhören.